Arbeitslosenquote sinkt, 15% plus in den niederösterreichischen Skigebieten und über 400 Personen bei der Donnerstagsdemo. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu M4 aktuell. Das kräftige Wirtschaftswachstum lässt weiterhin die Arbeitslosenzahlen in Österreich sinken. Ende Februar waren im Vergleich zum Vorjahresmonat um 7,7% weniger Personen ohne Job. In Niederösterreich waren Ende Februar 60.104 Personen bei den AMS-Geschäftsstellen arbeitslos gemeldet. Dies entspricht einem Minus von 6,7% gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres. Einen starken Rückgang konnte man bei den Langzeitarbeitslosen mit minus 17% und bei den Jugendlichen mit minus 15% verzeichnen. Laut Hauptwahlkommission der Arbeiterkammer Niederösterreich sind 488.839 Personen bei der kommenden AK-Wahl in Niederösterreich wahlberechtigt. Von 20. März bis 2. April kann in fast 1000 Betriebswahlsprengeln das Arbeitnehmerinnen-Arbeitnehmerparlament gewählt werden. Bei den AK-Wahlen in Niederösterreich treten 8 Listen an, unter den Kandidaten der derzeit amtierende AKNÖ-Präsident Markus Wieser. Trotz der starken Schneemengen im Jänner, die den vielen Skigebieten in Niederösterreich zusetzten, konnte der Februar wieder ausgleichen. Die guten Bedingungen lockten in den Semesterferien besonders viele Wintersportler auf die Skipisten. Die niederösterreichische Bergbahnenbeteiligungsgesellschaft mit dem Hochkar, Lackenhof am Ötscher, Annaberg, Mönchkirchen-Mariensee und St. Corona am Wechsel verzeichneten im Vergleich zu den 3 Semesterferien der Vorjahre ein Plus von 15%. Die Annaberger Skilifte konnten laut den Betreibern sogar den besucherstärksten Februar der Geschichte verbuchen. Knapp 40.000 Wintersportgäste wurden im vergangenen Monat gezählt. Soziale Fairness und Gerechtigkeit, Chancengleichheit für alle Kinder und eine Wirtschaft, die Bedürfnisse aller befriedigt. Das hat das Aktionsforum Mehrwert bei der Donnerstagsdemo auf Amstettens Hauptplatz gefordert. Mehr als 400 Personen waren zum friedlichen Protest gegen die schwarz-blaue Regierung gekommen, um für mehr Solidarität und Menschlichkeit einzutreten. Das waren sie, die aktuellen Nachrichten aus der Region. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen und wünsche Ihnen jetzt noch gute Unterhaltung mit unserem Programm auf M4TV. Auf Wiedersehen.